Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Liebe Freundinnen und Freunde der Hey, BerlinCon. ja, mein Gott, die Temperaturen werden sommerlicher. Man kann Ja. gefühlt schon oben ohne draußen spazieren Nein. gehen, wenn nicht der erste Hagelsturm einen dann doch noch überrascht. Genau, ja, es geht weiter in Richtung Sommer und das bedeutet, es geht weiter in Richtung BerlinCon. Heute haben wir zwei schöne kleine Ankündigungen zu machen. Ankündigung 1. Die Prototypengalerie, unsere geliebte, die es jetzt schon wirklich lange gibt. Ja, ich weiß nicht, wir haben die etabliert. Das war schon beim zweiten Mal, glaube ich, der Berlin. Gab es schon eine Ich Prototypengalerie? wollte gerade Ja, böse sagen, 2016. bei der ersten war Gab es gefühlt nicht, alles nee. Prototyp. Ja, das war alles gut. Nein, nein, nein. Nein, also die Prototypengalerie ist ja sozusagen unser spezieller Bereich für die Nachwuchsautoren oder auch Autoren. Nicht nur alles Nachwuchsautoren, auch richtige Autoren kommen Ja, und quasi präsentieren neue. ihre Prototypen und spielen die dann mit euch quasi, die ihr da kommt. Es sind auch schon etliche Spiele entstanden aus dieser Prototypengalerie. Ziemlich cool. Und ja, wir wollten euch jetzt zum ersten Mal sagen, dass jetzt die Anmeldung dafür offen ist. Also alle Autoren, die interessiert sind, können sich jetzt da anmelden. Und es ist auch schön, wir haben nämlich die Prototypen, können wir vergrößern. Dieses Jahr auf, also haben sozusagen die Möglichkeit, mehr Tische anzubieten, weil wir zum ersten Mal einen Sponsor gewinnen konnten. Die Prototypengalerie 2022 wird nämlich von Kickstarter präsentiert. Ziemlich cool. Die sponsern sozusagen eben ja diesen Bereich für die jungen Autoren. Und es wird auch so sein, dass auf der Prototypengalerie der Michael Liebe vom Booster Space Berlin, das ist der offizielle, ich glaube sogar Europa-Berater, auf jeden Fall Deutschland-Berater für Kickstarter-Creator. Also wenn ihr sozusagen eine Kickstarter-Kampagne macht und Fragen habt oder Probleme habt, dann ist er sozusagen einer der Ansprechpartner so für Deutschland, die euch da weiterhelfen können. Und der wird auch da sein und den könnt ihr sozusagen dann auch interviewen und fragen, wenn ihr Fragen zu Kickstarter habt. Auf jeden Fall, vielleicht natürlich ihr, weil ihr Designer, Designerin seid oder auch einfach interessierte Besucher. Auf der Fläche wird auch wie damals 2019 ja jemand oder ein kleines Team von der Spieletexter wieder vor Ort sein, die kümmern sich hauptsächlich natürlich um Lokalisierung, aber auch ein Großteil geht darum, wie macht man denn einfach auch richtig Regeln? Wie schreibt man richtig Regeln? Was gibt es da zu beachten? In was für Fettnäpfchen kann man da treten? Und, und. Es ist vielleicht auch für euch als Besucher mal interessant, da mal ein bisschen in Austausch zu kommen. Vielleicht nervt euch ja auch immer die ein oder andere Sache in der Regel. Dann könnt ihr ja da mal fragen, warum macht man das eigentlich nicht besser? Liegt es vielleicht sogar an irgendeiner bestimmten Sache? Also, falls ihr da Bock habt, könnt ihr da auch in den Austausch kommen. Und natürlich für diejenigen, die dann da direkt auf der Prototypengalerie sind, können einfach auch mal schauen und da in Kontakt kommen und vielleicht ja einfach auch ein bisschen besser ihre Regel oder Übersetzung und ähnliches da umsetzen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir diese Prototypengalerie durch dieses Sponsoring so umsetzen können. Die Anmeldung auf der Seite ist freigestellt. Vielleicht hier noch ein, zwei Facts, was jetzt natürlich eher so in die Richtung geht, die das buchen wollen. Ne? Ihr habt quasi die Möglichkeit, Samstag und oder Sonntag einen Tisch dort zu buchen. Ne? Also wir bieten auch die Möglichkeit, wirklich über beide Tage hinzukommen. Und wir haben es diesmal wieder so gemacht, dass ihr entweder alleine einen Ausstellerausweis bekommen könnt oder zu zweit. Das kostet dann entweder 50 oder 80 € pro Tag. Und ja, wenn ihr euch da anmeldet, überprüfen wir die Sache. Das ist dann noch nicht in Stein gemeißelt. Wir gucken, dass das alles auch passt. Eventuell müssen wir vielleicht sagen, okay, der Tag ist gut oder schlecht. Und dann bekommt ihr von mir, vom System, so ein Ticket-Code gesendet. Und damit wird dann dieses spezielle Ticket freigeschaltet. Und das könnt ihr euch dann über den Ticket-Shop quasi kaufen. Das müsst ihr dann machen. Solltet ihr also noch mehr Leute haben wollen, mit auf die Veranstaltung mitbringen, müssten quasi weitere normale Tickets zum Beispiel gekauft werden. Die können euch ja während der Veranstaltung helfen. Und will da jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Habt ihr da noch weitere Fragen, könnt ihr uns gerne anschreiben. Aber ansonsten steht es sozusagen auch auf der Anmeldeseite nochmal im Detail. Den Link zur Anmeldeseite, den packen wir mal unter die Beschreibung. Ja, und dann gibt es noch eine zweite kleine Ankündigung. Und zwar vielleicht, wenn ihr mal auf der Homepage wart von der Berlin, und ist euch aufgefallen, wir haben unseren Merchandise-Shop ausgetauscht. Ja. Und zwar ist es so, dass ihr jetzt auch so Print-on-Demand
Merch kaufen könnt mit dem neuen BerlinCon-Logo, mit dem BerlinCon-Motiv von 2022. Das ist jetzt eben so ein Spreadshirt-Print-on-Demand-Shop. Und wir haben das deswegen gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir quasi die Sachen, die wir jetzt noch selber produziert haben, das sind die Rucksäcke, BerlinCon, New York Zoo und so weiter, ja, diese Sachen, die wird es dann natürlich auch geben, aber dann vor Ort auf der Veranstaltung. Das heißt, ja, unser Shop ist sozusagen, ihr könnt euch quasi jetzt vorab mit T-Shirts und solchen Sachen ausrüsten. Ihr könnt schon cool gebrandet cool gebrandet auf die Veranstaltung kommen. Weil T-Shirts wird es nicht geben auf der Veranstaltung von der BerlinCon. Das ist für uns zu schwierig zu machen. Wir wissen nicht, wie hoch der Bedarf ist, welche Größen und so weiter. Ja, das kriegen wir nicht hin. Wir haben echt so lange hin und her überlegt. Und natürlich geht jetzt auch ein Großteil des Geldes sicherlich in die Produktion und auch an die Plattform. Aber es nimmt uns einfach so viel mehr Arbeit ab. Und wir wollen einfach, dass ihr die Sachen auch tragen und wir finden es ja auch cool, dass man das Motiv irgendwie nutzen kann. Und dann haben wir uns wirklich gesagt, ey, bevor wir, keine Ahnung, Tassen oder Mausputz oder irgendwas machen. Drucken, was dann am Ende nur Geld gekostet hat und nichts bringt. So, ja. Auch in die Vorleistung gehen, das war auch irgendwie nicht so richtig möglich. Deswegen hoffe ich, dass ihr mit dieser Lösung auch zufrieden seid und wir euch da sozusagen was Schönes anbieten können. Ich glaube, man kann sich ja auch selber mit den Motiven Sachen designen, also auf irgendwas raufpacken. Wir haben, denke ich, schon eine gute Auswahl da getroffen. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen. Also klar, unser normales BerlinCon-Logo, das Motiv von 22, aber auch das Motiv von 2020 euch zur Verfügung zu stellen, weil es sieht einfach cool aus. Natürlich die limitierten, wir wären dabei gewesen, Shirts, die gab es nur in der Unterstützungskampagne, aber ihr habt jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit, das auf das normale damalige Motiv halt zu verwenden. Ich habe auch gesehen, dass schon ein paar Leute das bestellt haben, freut mich natürlich auch. Wir selber hier, wir waren so ein bisschen, wir haben zu spät bestellt. Unsere Sachen kommen auch noch, dann können wir euch das auch mal zeigen. Bin ich auch mal gespannt, ob ich die richtige T-Shirt-Größe gewählt habe. Ja, genau, bin ich auch gespannt. Also, das waren die zwei. Das waren eigentlich jetzt schon drei Punkte. Hat Alex das richtige T-Shirt bestellt? Ja, Prototyp-Galerie ist am Start. Ja. Und kurz der Hinweis noch, Flohmarkt ist, wie gesagt, auch geplant. Da denken wir so, ab Mai können wir mit der Registrierung dann beginnen. Also, ihr könnt schon mal anfangen auszusortieren und Listen zu schreiben, also diese Listen von letztem Jahr, die wird so ähnlich aussehen, wenn ihr dann eine Excel-Liste macht, mehr dann könnt ihr die sicherlich verwenden. Mehr oder weniger wird das Prozedere identisch sein. Es gibt minimale Anpassungen vielleicht, wo ist der genaue Abgabeort und ein paar zeitliche Sachen, aber so von der Sache für die letztes Mal, am Flohmarkt teilgenommen haben, die wissen mehr oder weniger schon, wie das grobe Prozedere ist, auch die ganzen finanziellen Sachen, die da einhergehen, das wird alles gleich bleiben, aber da gibt es dann auch nochmal ein extra Update. Du hast es schon gesagt, so Anfang Mai können wir dann sicherlich damit rechnen, dass es da auch weitergeht. Und weiter gibt es natürlich Verlage, ne, die hier immer wieder eintrudeln und festmachen, die peu à peu dann hier auch ein bisschen Social Media mäßig veröffentlicht werden und dann nochmal in einem größeren Schwung dann auch auf der Webseite nachgetragen werden. Also da füllt sich das peu à peu natürlich immer, umso mehr Sachen wir da kriegen, kriegt ihr die Informationen dann auch von uns. So machen wir es. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der BerlinCon. Noch läuft die Early-Bird-Phase der Badge. Also da zugreifen, solange der Preis noch reduziert ist. Und bis dann. Ne? Ciao. Tschüss.